Ja, guten Tag. Hier ist Sonntag von Hof Anias im Luftumloch, beziehungsweise Nord Superfong Song. Ne? Und hier links, man sieht es ist auf der Frankfurter Buchmesse, ne? In der Nähe der ARD, ne, allgemeine Rundfunkanstalten in Deutschland, ne? Und und Florian Superfang hat sich hier unauffällig unter das Volk gemischt als Besucher, obwohl er ja selber auch ein sehr schönes Buch geschrieben hat. Soweit erstmal, später mehr, hoffe ich jedenfalls. Ne? Stunden später nochmal Nord Superfong und wie auch immer. Ich bin jetzt hier immer noch da, wo ich war, also an der Buchmesse in Frankfurt. Ja, ja und ich hatte schon eine große Freude, Frau Moppel W. Zu begegnen und ihr ein Buch zu schenken. Den Herrn Sonnemoran konnte ich von Weitem ein wenig fotografieren. Er war halt dicht umlagert. Ja, und ich bin hier an der legendären Halle 3, ne, Halle Nummer 3. Da ist sozusagen der Stepperpart und Mox in der Bär. Oder auch umgekehrt. Ne? Das ist alles sehr schön. Da hinten ist auch die legendäre Rolltreppe, von der ich schon auf Facebook gelesen habe, ich glaube, das ist sie da, ja. Und wenn nicht, dann ist sie woanders, aber auch hier. Und auf jeden Fall ist eine tolle Sache und der Erfinder einer Self-Publishing-Webseite, wo ich auch das tolle Buch hier, das Buch, wo es das auch als E-Book gibt, der Erfinder hat mich hier erkannt und begrüßt und das ist ja auch immer schön. Und hier gibt es jede Menge Bücher und Ähnliches, ne? Also Ähnliches auch, zum Beispiel Asterix, ne? Von hinten kann man ihn hier so rum erkennen, ne? Asterix und Obelix, ne?
Ja, der ist auch da, weil ist ja hier Frankreich, ne? Frankreich ist ja angesagt. Ist auch viel los und sehr viele, ja, hier habe ich mal ein bisschen Licht, ja. Cosplayer, ne? Cosplayer. Und von den Visitenkarten habe ich jede Menge verteilt. Also von den Visitenkarten des Buches, ne? Und heute habe ich mich dann entschlossen, hier zu Lustwandeln und als nur in Bezug auf Superbowl, ne? Und ich werde dann morgen, so ich fit genug bin, was ich aber hoffen möchte, ich werde dann morgen eher das T-Shirt mit Hartz IV dann tragen und die entsprechenden Materialien werde ich dann verteilen natürlich, ne? Und und jetzt kommen wir hier in Asterix, ne? Den Asterix kann man jetzt hier besser erkennen, ne? Obwohl, naja, aber von vorne jedenfalls, ne? Und ich laufe jetzt noch so umher und es sind überall Schlangen, nicht? Weil da gibt es vielleicht was umsonst oder irgendwas zu sehen, nicht? Oder Signaturen. Es gibt Signaturen. Oder um es verständlicher auszudrücken, Menschen signieren Bücher oder andere Dinge, so zum Beispiel ja auch der Herr Sonneborn, der hat ja Bierflaschen signiert, ne? Ah, ich verstehe, hier ist dieser Dingens, ne? Ihr kennt ihn alle, ne? Ich weiß jetzt zwar nicht mehr genau woher, aber ich habe den Namen auch schon gehört, ne? Und ich habe gedacht, eigentlich wäre der Film langsam mal voll hier, also das Handy. Noch ist es nicht der Fall. Von daher muss ich immer noch weiter erzählen. Aber da sieht man ja auch noch ein bisschen was. Ne? Hier zum Beispiel gibt es Yogi-Tee in dem Zelt, ne? Da. Und das ist auch das Lesezelt, ne? Lesezelt. Dann wird mutmaßlich gelesen, denke ich, ne? Und was mir noch nicht ganz gelungen ist, ist sinnlos Grenzen verpassen. Aber ich denke, da werde ich vor den Eingang gehen, da gibt es ja auch DVDs, ne? So an so Ständen vor dem Eingang, ne? Und DVDs, ne, das ist ja ein Laster von mir, ne? Also nicht wie ihr jetzt meint, ne? aber ich sammle die halt gerne, ne? So Science Fiction, Fantasy. Und hier, das erinnert mich jetzt doch ein wenig auch an Second Life. Warum? Weil da so eine gemütliche Wiese ist mit Kissen, ne? Und also es gibt eine ganze Menge, ne? Und natürlich auch die berühmten Hochhäuser und so, ne? Von Frankfurt, ne? Die sind dann diese Häuser oder Wolken, Kratzer, Hochhäuser, die finden dann zusammengenommen die sogenannte Skyline. Ne? Ja, Skyline, ne? Haben wir nicht so viel in Deutschland, vielleicht gar nicht so schlimm, ne? In USA, ne? In Chicago, New York. Naja, da gibt's was zu trinken, ne? Aber ich bin ja Vegetarier, ne? Und von daher. Also scheint mir immer noch nicht zu Ende, aber bevor ich euch jetzt zu sehr langweile, dann sage ich erstmal alles Gute, liebe Avatarinnen und Avatare,
Und CEO, ist das jetzt aus hier? Ist das jetzt aus? Naja, wie auch immer. Oh, Moment.